Hallo, hallo, hallo Walfi. Okay, hallo auch an die Zivilkorps unter euch. Ich stelle jetzt mal die Frage, wie steht es eigentlich um die Drogenprävention in Deutschland? Ich meine, Cannabis ist verboten, weil es illegal ist. Mit diesem Satz oder Vergleichen mit unschuldigem Gemüse wird jetzt seit Jahren Drogenpolitik in Deutschland gemacht. Vor allem von den Festzelllobbyisten der CSU. Diese Politiker stehen dann aber gleichzeitig in der ersten Reihe, wenn es darum geht, beim Oktoberfest oder beim Starkbierfest das Fass anzuschlagen und ihr kulturelles Herz bei der Schunkelmusi höher schlagen zu lassen. Das ist halt Tradition, sich ordentlich einen hinter die Birne zu kippen, und deshalb ist es gut für Bayern. Aber Obacht, wenn du an der Straßenlaterne eine Zigarette anzündest und dabei noch einen Hoodie trägst, da wird dann schon mal der aufmerksame Nachbar aktiv und ruft auch bei der Polizei an. Hoodies sind ja keine Lederhosen. Und überhaupt und sowieso, was raucht ihr denn da? Da könnten ja auch gefährliche Stoffe drin sein. Also nicht das Nikotin und diese ganzen Nebenstoffe, was ganze Generationen in die Sucht und Lungen zu den Lungenärzten geschickt hat. Nein, dieses komische Kifferzeug, das, wenn man raucht, einen sofort zum kriminellen, mordenden Drogendealer macht und auch einen sofort tätowiert. Denn alle Kriminellen sind ja tätowiert, das weiß man ja. Da eindeutig Gefahrenverzug ist, rückt dann auch die Polizei sehr pflichtbewusst aus. Seitdem Horst Seehofer an der Grenze nicht mehr nach Ausländern fahnden lässt, haben die auch wieder richtig Langeweile, so wie es scheint. Als ich das letzte Mal zumindest am Sendlinger Tor um 1 Uhr nachts kontrolliert worden bin, sprangen sie wieder mal zu fünft aus ihrem VW-Bus aus der dunklen Ecke heraus und hatten sichtlich Spaß darüber, mich jetzt von oben bis unten richtig zu beackern. Einer der Freund und Helfer hatte wohl auch einige Stunden damit verbracht, das Betäubungsmittelgesetz auswendig zu lernen. Übereifrig hat er mir dann auch erklären wollen, dass, wenn ich jetzt nicht sofort auspacke, er mich auf die Wache mitnimmt und auch ganz andere Sachen mit mir passieren würden. Ich habe mir irgendwie gedacht, naja, er hat da ein bisschen was durcheinander gebracht beim Auswendiglernen, aber ich war früher auch nicht gut darin. Irgendwie tat er mir auch leid, aber mehr als jeden Fussel aus meiner Jackentasche auspacken und genau zu erklären, warum der jetzt ausgerechnet an dieser Position ist, konnte ich halt einfach nicht. Letztendlich, 20 Minuten waren vergangen, das ganze Theater war vorbei. Ich hatte meine letzte U-Bahn verpasst und die Polizisten waren sichtlich frustriert davon, kein Einsatzprotokoll heute ausfüllen zu dürfen. Andere Polizisten gehen für den Erfolg aber auch schon mal ans Limit und fischen aus kalten Seen Überreste eines Joints. Das habe ich letztens wieder in der Süddeutschen gelesen. Bei so einem großen Erfolg gegen die Kriminalität ist die Presse ja auch nicht weit. Dann ist richtiges Tohubabohu angesagt. Die komplette Drogenpräventionsmaschinerie der Bundesregierung kann jetzt voll zum Einsatz kommen. Hausdurchsuchung, Strafanzeige droht, Eintrag ins Polizeiregister. Und wenn du dann noch das Fahrrad dabei hattest, gleich fahruntauglich bis in alle Ewigkeiten. Und das alles nur, weil man mal am See rumchillen wollte, anstatt sich im Schlagergarten gepflegt einen hinter die Birne zu kippen. Die Grenze von Kriminalität und gesellschaftsfähigen Individuum ist halt manchmal sehr dünn. Bravo, ruft die CSU dann. Wir haben einen weiteren Linksextremisten auf frischer Tat ertappt und ihn wieder in die Gesellschaft eingegliedert. Wir sind stolz auf unsere Polizei. Und damit die Polizei noch erfolgreicher wird, geben wir auch noch die Möglichkeit, Handydaten und Standorte zu ermitteln. Oder jetzt ganz neu, werden auch Corona-Listen in Gaststätten dafür benutzt, um Drogenfahndungen zu machen. Dass dieses Instrument eigentlich nur für schwerkriminelle Mörder gedacht ist, spielt dabei keine Rolle. Aber mit der Verfassung hat die CSU ja seit jeher ihre Schwierigkeiten. Dass die Cannabis-Legalisierung nicht nur medizinisch oder wirtschaftlichen Nutzen hat, dürfte klar sein. Eine kontrollierte Legalisierung würde auch endlich der Wissenschaft mehr Möglichkeiten geben, die Gefahr und Nutzen von Cannabis besser einschätzen zu können. Damit würde man nicht nur die Gefahr für die Konsumenten reduzieren, sondern auch die breite Gesellschaft darüber aufklären können, dass es mehrere Sorten und unterschiedliche Wirkungsgrade gibt und Anwendungsbereiche auch gibt. Die eine bevorzugen Cannabis-Varianten für Schmerzlinderungen, für die Erholung, weil sie nicht schlafen können.